Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit einem schnellen, kurzen Video zu Mio. Alle Infos rund um Mio. Wie viel WP hat 100% und so. Zwar wirklich ein knappes Video, weil ich muss gleich los auf Lugia Tour, die letzte. Ich habe immer noch keinen Shiny. Ich habe immer noch keinen guten. Schauen wir mal, ob heute noch was geht. Letzter Tag. Und dann fragen wir uns natürlich, was morgen kommen wird. Man munkelt Latias und Latios. Ich bin gespannt. Also ein paar Sachen wurden eingefügt zwecks Latias und Latios, also sehr wahrscheinlich. Wenn nicht, Shiny Ho-Oh im schlimmsten Fall. Auf jeden Fall denke ich, dass die meisten heute Mew fertig bekommen. Ich habe ihn gestern noch geschafft, auch viele, die ich kenne, gestern gemacht. Ein paar Verrückte am Samstag schon. Und wenn nicht, dann im Laufe der Woche oder im Laufe der kommenden Wochen für alle, die es sehr langsam angehen lassen. Dementsprechend hier ein paar Infos. Also erstmal 100% hat 13,24. Merkt euch das, und das sieht man erst, nachdem man es gefangen hat. Also wenn es auftaucht, dann sieht man es noch nicht, dann ist es ja so unsichtbar. Und dann muss man es fangen, dann kommt neuer Deckseintrag und so. Und dann sieht man, wie viel WP es hat. Es hat 100% Fangrate. Und zwar kann es nicht fliehen und man hat unendlich Pokebälle. Also nicht, wenn man es trifft, dann ist es 100% sicher drin. Aber es kann nicht fliehen. Dementsprechend ist es genauso wie 100% Fangrate. Und Max-CP sind 3090. Ein paar Mews sind so schlecht, die kommen leider nicht über die 3000, wenn man sie Max pusht. Dementsprechend hofft jeder, dass er einen Mew bekommt, das wenigstens über die 3000 geht. Und Attacken sind ganz verrückt, weil Mew kann echt eine ganze Menge an Attacken. Seht ihr eh hier die ganze Liste. Und theoretisch ist Fund Solarstrahl die beste Attacke. Aber man kann Mew auch spezialisieren, wie man will. Also zum Beispiel auf Donner, was natürlich keinen Sinn macht, weil es gibt Raikou und Zapdos und sowas. Oder auf Drache und so weiter, ihr wisst, was ich meine, aber dafür gibt es Rayquaza. Dementsprechend, rein theoretisch, Fund Solarstrahl die beste Kombi. Aber vielleicht findet ja jemand noch eine bessere Lösung dafür. Eine gute Verwendung der Attacken. Auf jeden Fall wird das echt sehr verrückt mit den TMs. Muss ich auch mal ausprobieren. Wie gesagt, ich bin fertig. Hab noch nicht drauf gedrückt. Ich warte noch ein bisschen. Es gibt nur eine Chance. Ein bisschen hinauszögern und das Setup vorbereiten. Wie ich das am besten filme und so. Ja, das war's von mir. Auf geht's zur Tour. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt nach unten in die Kommentare, wie weit ihr mit Mew seid. Falls ihr schon Mew habt, wie gut ist euer Mew. Und ansonsten folgt mir auf Facebook, Instagram, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.